In der Welt der U-Bahn-Stationen gibt es viele, die täglich von Millionen von Menschen frequentiert werden. Doch es gibt auch jene, die weniger bekannt sind und nur von wenigen Menschen besucht werden. In diesem Video werfen wir einen Blick auf die 5 einsamsten U-Bahn-Stationen der Welt und erfahren, warum sie so wenig besucht werden. 1. Die Schatzkammer von Paris, Frankreich. Diese U-Bahn-Station wurde 1929 eröffnet und war Teil eines nie realisierten Projekts, das die Linie 10 zu einer großen Schleife durch Paris machen sollte. Das Projekt wurde nie abgeschlossen, und die Station ist seitdem verlassen. 2. Die Hunde von Moskau, Russland. Die U-Bahn-Station, die Hunde von Moskau, wurde 1944 während des Zweiten Weltkriegs eröffnet. Sie wurde nach den vielen Hunden benannt, die dort während des Krieges lebten und von den Soldaten der Roten Armee adoptiert wurden. Heute ist die Station weitgehend verlassen und nur wenige Menschen wissen von ihrer Existenz. 3. Die Station der Vergessenen, London, England. Die Station der Vergessenen in London wurde 1912 eröffnet und diente als U-Bahn-Station und Luftschutzkeller während des Zweiten Weltkriegs. Nach dem Krieg wurde die Station geschlossen und vergessen. Sie ist heute eine der am wenigsten besuchten Stationen in London. 4. Die Geisterstation von Berlin, Deutschland. Die U-Bahn-Station, die Geisterstation von Berlin, wurde 1935 eröffnet und war Teil einer geplanten Linie, die nie vollendet wurde. Die Station wurde während des Zweiten Weltkriegs schwer beschädigt und nie wieder eröffnet. Heute ist sie eine der wenigen Geisterstationen, die noch existieren. 5. Die vergessene U-Bahn-Station von New York City, USA. Die U-Bahn-Station, die vergessene U-Bahn-Station von New York City, wurde 1904 eröffnet und diente als Endstation für die Linie 9. Die Linie wurde jedoch 1948 geschlossen, und die Station wurde seitdem vergessen. Sie ist heute eine der am wenigsten besuchten Stationen in New York City. In diesem Video haben wir die 5 einsamsten U-Bahn-Stationen der Welt vorgestellt und erfahren, warum sie so wenig besucht werden.